weniger gereist. Nicht so schnell. Komm ja nicht rum. Diese Flächen und hier diese Zinseszins-Gleicheigenschaft. Dann kommt die Stadtbremse, das ist diese rote angedeutete. Wir haben nämlich 7 Stadtbrände gehabt im Mittelalter. Hexenverbrennungsdarstellung, die auch sehr waren. Deswegen gibt es ja diesen Aberglauben mit dem Petermännchen. Geht es dann weiter über die Entwicklung, über die Kriege. Es gab den 7-jährigen Krieg, dann die erste und zweite. Hier die Entwicklung des Bürgertums. Und hier rum. Hier kommt das Bürgertum, was sich da gebildet hat. Aufstände gegeben hat, das Bürgertum. Entwicklung des Handwerks, Manufakturen etc. Hier ist das hier dargestellt. Und hier ist der Dorf. Hier kommt jetzt von hier in die Kriege. Hier ist die SS-Zeit, der Zweite Weltkrieg. Die Entwicklung der Arbeitersache, die eine Rolle gespielt hat von den wenigen Arbeitern, die wir hatten. Wir hatten eine große Klavierfabrik in Schwerin, da wo Schwiegervater Neuer zum Schluss gearbeitet hat. Das ist das, wie dieses geschah. Hier kommt dann nachher Erste und Zweite, hier kommt der Zweite Weltkrieg.